Im Grunde gab es für mich in der Arbeit einen Punkt, wo ich nach einer Lösung gesucht habe. Also ich wollte bei meinen Figuren bleiben und trotzdem eine Lösung finden, sie präziser und klarer formuliert zu haben. Also quasi eigentlich eine sehr emotionale Darstellung, die aber aufgefangen wird durch eine ganz harte und klare Komposition, sehr präzise Komposition. Und durch dieses Schwärzen der Gesichter verstärke ich sozusagen den abstrakten Wert des Bildes und habe natürlich auch eine Situation, in der diese Figur sehr privat wird. Also sie wird nicht lesbar sozusagen durch den Betrachter, sondern man hat im Grunde wie so eine Art offene Projektionsfläche. Und das hat den Bildern unheimlich gut getan, weil sozusagen eine Balance gefunden wurde zwischen der emotionalen Darstellung der Figur und der Umsetzung in der Malerei. Aber es gibt als weiteren Aspekt auch die Strukturierung der Flächen, die wichtig ist, die ich entweder durch Rauten oder durch Dreiecke oder auch durch schlussendlich einfach durch Linien auf dem Boden, die natürlich auch eine stärkere Komplexität innerhalb der Flächen ermöglichen, die auf der einen Seite ganz ruhig und still sind und auf der anderen Seite eben so eine Dynamik bekommen durch diese Struktur. Also im Grunde zieht sich diese Wasserthematik seit Jahren durch meine Arbeit. Es gab Figuren, die Frauen gestalten, die tatsächlich mit Fischschwanz in so Wassersituationen sind. Davor gab es noch Duschende. Das war auch ein wichtiges Thema, dieses sich auflösen durch das Wasser, was über einen strömt. Ich habe eine Zeit lang auch Schwimmer und Schwimmende gezeichnet, auch in Schwimmbädern, die plötzlich so ganz, ganz leicht und körperlos auf eine Art im Wasser schweben. Und die arbeiten jetzt, die sind Frauen schlussendlich in Badewannen. Für mich ist es eher wichtig, dass sie im Wasser sind, als dass sie in der Wanne sind und quasi so eine Art entweder Auflösung oder Neuzusammensetzung, je nachdem, des Körpers, die stattfindet durch dieses Wasser, wie so eine Art Transformation, die da stattfindet. Also vor über 20 Jahren mittlerweile habe ich die Landschaften mit in meine Arbeit aufgenommen. Ich habe im Laufe der Zeit den Fokus dann auf die Figur gesetzt, aber die Landschaft ist quasi immer mit dabei gewesen und mir ermöglicht die Landschaft quasi eine ähnliche Atmosphäre zu erzeugen wie in den Figurenbildern, allerdings ohne die Limitierung, die ich durch die Darstellung der Figur habe. Und in der Landschaft kann ich quasi im Grunde noch stärker abstrahieren, kann quasi nur noch in Struktur und Farbe und Linie arbeiten und atmosphärisch was sehr Ähnliches erzeugen wie in den Figurenbildern. Und Oblivion, eine Vokabel, die man im Grunde kaum richtig übersetzen kann, also als Vergessenheit, was man ja so im Deutschen gar nicht benutzt, beschreibt das den Zustand, eigentlich so zwischen den Welten zu sein, körperlich in der Realität anwesend zu sein, aber seelisch oder geistig in einem anderen Modus zu verharren, sozusagen. Aber Oblivion ist natürlich nicht nur positiv besetzt, sondern beschreibt auch sowas wie die Hölle, ja, zur Hölle gehen, to send you to Oblivion. Und ich denke auch, dass dieses Dunkle in diesen Bildern durchaus drin ist. Also das ist nicht nur ein schöner und reiner und paradiesischer Zustand, sondern das ist für mich durchaus auch ein Zustand, wo jemand anders einfach keinen Zugang hat. Also dementsprechend kann das auch als schwer empfunden werden, im Oblivion zu sein. So würde ich sagen.